Hallo, schönen Nachmittag am Sonntag auf der Best 2013. Ich freue mich, dass, obwohl es jetzt schon Sonntagnachmittag ist und die Veranstaltung schon langsam so ein bisschen auf ihr Ende zugeht, dass wir doch ein gutes Publikum hier haben, gut besucht sind in unserem Vortragssaal. Ich möchte jetzt, da es die letzte Veranstaltung ist, ganz, ganz herzlich danken unserem Aufnahmeteam, das von Okto zur Verfügung gestellt worden ist, unter der Leitung von Raimund Zalaudek. Herzlichen Dank, Regieassistentin Susanne Hennerfeind, Kamerafrau auf dieser Seite Katharina Buschenreiter, Kameramann hier Jakob Plattner, hinten im Zentrum Matja Serdar. Ganz herzlichen Dank auch an unseren Tontechniker, der uns hier im Saal begleitet hat, Andreas Kosek. Vielen Dank für die Zusammenarbeit während der letzten 4 Tage. Es war eine tolle Zusammenarbeit, ich habe es genossen, wir waren ständig in Bewegung, aber es hat wirklich also sehr, sehr, sehr viel, sehr gut geklappt, es war ganz reibungslos und ich bitte jetzt einmal um einen Applaus für diese tolle technische Begleitung. Herzlich willkommen auch die, die sich jetzt über den Livestream zu uns eingelinkt haben. Und ich darf Ihnen den letzten Programmpunkt vorstellen, hier in unserem heutigen Schwerpunkt Soziales Arbeiten. Green Care, ein ganz besonders spannendes Thema, das uns Frau Diplom-Ingenieurin Birgit Steininger vorstellen wird. Ich werde ihr nicht vorgreifen. Frau Steininger ist Lehrgangsleiterin des Masterlehrgangs von Green Care und akademische Expertin für Gartentherapie an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien 13. Bitte schön. Danke für die Möglichkeit. Als erstes möchte ich mir kurz den Begriff Green Care erklären, soweit es überhaupt möglich ist. Es gibt keine international offiziell anerkannte Erklärung, es wird noch daran gearbeitet, aber Green Care bedeutet, dass belebte und unbelebte Natur verwendet wird, um Menschen gesund zu erhalten und die Gesundwerdung zu fördern. Belebte und unbelebte Natur heißt, das sind einerseits Tiere und Pflanzen und auch können aber auch Steine, Wasser, die Umwelt sein. In diesem großen Regenschirm, der Green Care umfasst, gefallen Gebiete rein wie Gartentherapie, tiergestützte Pädagogik, soziales und therapeutisches Gärtnern, Waldpädagogik, Umweltpädagogik, Naturtherapien. Also es ist ein sehr breiter Begriff. Und wir als Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik haben hier auch ein großes Bildungsangebot und sind österreichweit eine Plattform, die diesen Green Care Begriff und die Ausbildungen auf diesem Gebiet weiterentwickelt. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was wir an Green Care Angeboten haben an der Hochschule. Als erstes den Bereich der Ausbildung. Wir haben gestaffelt ein sehr breites Ausbildungsangebot. Es beginnt mit einem 2-tägigen Seminar Green Care. Zudem kann sich sozusagen jeder Interessierte anmelden. Das Seminar findet einmal pro Jahr statt und den Termin finden Sie auf unserer Homepage. Dann gibt es den Universitätslehrgang Gartentherapie. Der umfasst 60 ECTS, dauert 4 Semester, ist berufsbegleitend und schließt mit akademischen Experten Gartentherapie ab. Gartentherapie und auch der Master Green Care sind beides berufsbegleitende Weiterbildungsangebote. Also Sie erhalten keinen neuen Beruf dadurch, sondern Sie bekommen neue Tools sozusagen für Ihren bestehenden Grundberuf. Und der bestehende Grundberuf kann sein in den Bereichen Soziales, Pädagogik, Medizin, Therapie, Gartenbau, Landwirtschaft. Also das ist eigentlich die breite Palette, wo Green Care interdisziplinär hineinfällt. Und seit November gibt es eben auch den Masterlehrgang Green Care, pädagogische, beraterische und therapeutische Interventionen mit Tieren und Pflanzen, ist auch ein Weiterbildungsmaster, umfasst 120 ECTS
und dauert 6 Semester. Man schließt mit dem Master of Science ab. Und das ist eben auch berufsbegleitend. Wir profitieren sehr von dem ganzen Wissen und den Erfahrungen, den die Teilnehmer schon in diesen Masterlehrgang mit einbringen. Es gibt an der Hochschule auch ein breites Angebot, weil wir uns als Plattform sehen und als Netzwerk im Green Care-Bereich. Es findet ungefähr jedes zweite Monat ein Gartentherapie-Schurfix statt. Das ist ein ungezwungener Austausch von Informationen zum Thema Green Care und auch der ist jedem Interessierten offen zugänglich. Wir publizieren die Zeitschrift Green Care 4-mal pro Jahr, ist das einzige Fachmedium, das es auf diesem Gebiet gibt und können Sie über die Hochschule beziehen. Wir sind Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Garten und Therapie. An der Hochschule gibt es einen Therapiegarten. Wir betreiben eine Homepage www.greencare.at. Auch hier finden Sie unterschiedlichste Fachartikel, Publikationen und Informationen über internationale Tagungen oder Ausbildungen und was immer halt am neuesten Stand ist. Es gibt den Verein Gartentherapiewerkstatt als Träger von Projekten und Interessensvertretung, ist ein Zweigverein der österreichischen Gartenbaugesellschaft und dieser Verein Gartentherapiewerkstatt bietet auch etwas sehr Einzigartiges an und zwar kommen wirklich zu uns an die Hochschule 2 Vormittage pro Woche geriatrisch-psychiatrische Patienten aus dem Geriatriezentrum am Wienerwald und bei uns wird aktiv Gartentherapie betrieben mit einer Sozialpädagogin. Also auch diese Verknüpfung zwischen Praxis und Lehre ist, glaube ich, etwas sehr Einzigartiges, was wir an der Hochschule haben. Ja, ein kurzer Blick auch in unseren Therapiegarten. Leider kann ich Sie alle nicht hin mitnehmen jetzt, aber ich möchte, dass Sie einen kleinen Einblick haben. Wir haben das Glück, dass wir im 13. Bezirk sind und ein sehr großes grünes Areal um unsere Hochschule. Und bei allen unserem Unterricht, bei den Studien, ist eben auch dieser Garten mit eingebunden in den Unterricht. Wir haben auch schon sehr viele Auszeichnungen für unsere Aktivitäten auf dem Green Care Sektor erhalten. Zum Beispiel den 1. Platz des Gesundheitspreises der Stadt Wien, was sehr außergewöhnlich ist, dass eine Hochschule einen Gesundheitspreis bekommt und worüber uns wir sehr gefreut haben. Und wir sind beim UNESCO-Dekadenprojekt, haben wir eben auch eine Auszeichnung für das breite Angebot der Gartentherapie an der Hochschule erhalten. Ja, hiermit meine Präsentation ist beendet und danke vielmals, Frau Diplom-Ingenieurin Steininger. Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Kommen Sie ein bisschen herüber. Dankeschön. Sie haben uns jetzt das Ausbildungsangebot ja schon ein bisschen vorgestellt. Gehen wir weiter. Was ist denn eigentlich Green Care? Green Care ist eben ein sehr breiter Begriff, wo eigentlich alle Aktivitäten hineinfallen, wo es um die Gesunderhaltung und Gesundwerdung von Menschen geht, wo natürliche Materialien, belebte und unbelebte Natur eingesetzt wird. Klingt für mich unglaublich spannend. Therapie, Beratung, Pädagogik mit Tieren und Pflanzen. Können Sie da ein bisschen was an Beispielen erzählen, wie das funktioniert? Mir erinnert es an Delfintherapie oder Hippotherapie oder sowas, nicht? Ja, Hippotherapie schon eher, Delfintherapie natürlich. Auch eine Therapie mit Tieren, aber bei Green Care ist eben auch der Ansatz, dass man zum Beispiel Nutztiere verwendet, also Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, die Nutztiere des Bauernhofs auch ausbildet und für pädagogisch-therapeutische Ziele einsetzt, genauso wie natürlich auch Haustiere. Und auch relativ anspruchslose Tiere wie Achatschnecken können zum Beispiel sehr gut im pädagogischen Bereich eingesetzt werden. Zum Beispiel? Wie funktioniert das, eine Schnecke? Achatschnecken kommen nur aus ihrem Schneckenhaus raus, wenn die Hand, die sie hält, sehr ruhig ist. Und das kann natürlich für Kinder oft eine große Herausforderung sein. Das ist so ein lebendiges Biofeedback. Genau, und es ist auch so, dass einfach jeder Kontakt mit dem Tier förderlich ist. Das Pflegen des Tieres, das Versorgen, Verantwortung übernehmen.
und so weiter. Wird wahrscheinlich auch immer aktueller im Hinblick darauf, dass wir ja von der Natur immer abgetrennter leben, oder? Einerseits ja, andererseits besteht ja ein großer Trend Richtung Natur, wenn man sich die ganze große Bewegung der Urban Agriculture anschaut, Gemeinschaftsgärten, interkulturelle Gärten, Urban Farming, also dass auch wirklich Gemüse am Balkon angebaut wird und so weiter. Also das ist ein starker Trend in diese Richtung. Ich finde es ja ganz interessant. Wir haben also jetzt, muss ich sagen, wirklich einen sehr gut besuchten Vortragssaal für diese späte Stunde am Sonntag, das muss ich wirklich sagen. Und ich finde es total interessant, was wir heuer hier in unserem Vortragssaal mit den Schwerpunkten Soziales, atypische Karrieren und so neue Dinge, nicht? Was wir da für Erfolg und für starken Besucherzuspruch haben, nicht? Das ist sehr, sehr interessant. Sagen Sie, wie ist das zum Beispiel mit Schweinen? Da hat man jetzt ein Schwein, das ist jetzt trainiert so wie ein Hund, wie ein Blindenhund zum Beispiel oder so. Also ich muss sagen, ich bin eher, also ich komme aus dem Bereich der Gartentherapie, das ist meine Richtung. Ich bin jetzt nicht ausgebildet im Bereich der tiergestützten Pädagogik und Therapie. Sprechen wir über die Gartentherapie. Ja. Wie ist das Gartentherapie? Was ist darunter jetzt zu verstehen? Also Gartentherapie heißt nicht, wie so oft gefragt wird, was, der Garten wird therapiert, sondern nein, der Mensch wird therapiert oder eben sein Gesundheitszustand verbessert sich durch die Tätigkeiten in und mit der Natur. Und das kann jetzt einfach sein, dass jemand Übungen machen muss, um die verletzte Hand zu trainieren. Und es ist demotivierend, wenn ich 100-mal den Ball zusammenquetsche und dann denke ich eigentlich nur an die Verletzung, sondern ich kann auch Pflanzen umsetzen oder Samen einsehen und mache genau die gleiche Bewegung, habe das Gefühl, ich bin produktiv, ich fördere was beim Wachsen, ich tue etwas aktiv und bin eigentlich abgelenkt von meinen Schmerzen. Und genau das ist eben das Schöne bei den tier- und pflanzengestützten Interventionen, dass man sozusagen in Kontakt mit etwas, einem anderen Lebewesen tritt und dadurch vielleicht den Blickwinkel auf den eigenen Zustand ein bisschen verändern kann. Es hat auch Studien gegeben, zum Beispiel bei herzkranken Patienten. Es waren 107 Patienten, die untersucht worden sind. Eine Gruppe ist Gartentherapie angeboten worden, der anderen Gruppe sind Vorträge zur gesunden Lebensweise angeboten worden. Bei beiden Gruppen ist vor und nach der Einheit ein Stimmungstest und eine Herzfrequenzmessung gemacht worden. Und es ist eindeutig herausgekommen, dass die Gruppe, die Gartentherapie macht, bessere Stimmung hat und bessere Herzfrequenzwerte. Also ist das Ergebnis, Gartentherapie reduziert Stress. Und das Stress ist ja ein großer Faktor bei vielen Krankheiten. Sehr interessant. Sie haben also jetzt einen Beruf, ein Berufsbild, nicht? Green Care, im weiteren Sinn Garten- und tiergestützte Therapie. Können Sie mir dieses Berufsbild beschreiben? Also Berufsbild würde es vielleicht nicht ganz so nennen, weil es ist eine Weiterbildung in ihrem bestehenden Grundberuf. Man ist Sozialarbeiter, man ist Arzt, man ist Therapeut, man ist Pädagoge und so wie wir den Master Green Care anbieten, ist es eben ein weiteres Tool, was man sich erwirbt, um in seinem Beruf zu arbeiten. Um aber jetzt Green Care auf einen hohen professionellen Level zu heben, haben wir in diese Ausbildung auch die theoretischen Inhalte vom Lebens- und Sozialberater integriert. Also mit einem zusätzlichen Praxismodul kann man dann auch den Lebens- und Sozialberater abschließen und mit Gewerbeschein sozusagen Green Care Interventionen anbieten. Wir haben da eine Zusammenarbeit mit einem Institut und das erweist sich als sehr gut und sehr praxisbezogen. Mit was für einem Institut arbeiten Sie da zusammen? Wie funktioniert das? Weil gerade diese atypischen Geschichten bei uns jetzt so interessant sind. Wir hatten, der vorletzte Vortrag war Lebens- und Sozialberatung im zweiten Bildungsweg und so weiter. Geht man es an, dass man da bei Ihnen das lernen kann? Also es ist das Institut Thilo, Tiroler Institut für Logotherapie, also arbeitet nach Viktor Frankl. Und die haben eben zwei Module im Rahmen des Leben und im Rahmen des Green Care Masters, Kommunikation und Beratung 1 und 2. Und hier werden die ganzen theoretischen Inhalte gebracht. Und man kann dann in einem zusätzlichen Aufbaumodul noch den Praxisbezug, wie Leiten von Gruppen, Selbsterfahrung und so weiter,
zusätzlich dazu machen und kann dann mit Abschluss des Masters und diesem Zusatzmodul eben auch mit Lebens- und Sozialberater abschließen. Und das ist eine österreichweit oder europaweit anerkannte Masterausbildung. Der Master, ja genau. Mhm. Zu ist, dem man Sie beitragen. Genau, 160 EZ, okay. 120 ECTS. Und Sie sind wie viel davon? Ihr Teil ist wie viel ECTS von dem Master? Kann man das irgendwie, kann man das quantifizieren? Also nein, alles machen wir sozusagen. Alles, wir kooperieren den ganzen, dann nur das Ganze, mit denen okay. gemeinsam. Ja. Sie machen das Ganze, Sie ja, machen genau. die ganze Ausbildung. Die ganze ist Ausbildung ist an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Okay, verstehe. Okay. Und man geht dann zu der einen oder anderen Prüfung, geht man dann nach Tirol oder auch gar nicht? Nein, es ist gar nichts in Tirol, es ist alles bei uns. Okay. Also die haben ein eigenes adaptiertes Ausbildungsprogramm sozusagen für den Master erstellt und bieten das im Rahmen des Masters an. Sehr also es ist sehr unkompliziert. Und für die Ausbildung ist bei Ihnen. Genau, sehr interessant, für die Teilnehmerinnen. Sehr spannend. Wie lang ist es, haben Sie es schon gesagt, haben Sie es erwähnt? Es sind sechs Semester. Sechs Semester, okay. Gut, ja. Wer kann jetzt Ihr Bildungsangebot in Anspruch nehmen? Also für den Master prinzipiell jeder, der ein Bachelorstudium abgeschlossen hat. Es macht aber Sinn, ein fachspezifisches Bachelorstudium zu haben. Eben wie Sozialarbeit, Pädagogik, Medizin, Ergotherapie, Physiotherapie, Psychologie. Also das wären so die fachspezifischen Gebiete. Oder Landwirtschaft natürlich auch, Gartenbau. Und kann, was für Voraussetzungen braucht man oder kann man gewisse Dinge ersetzen, um das in Anspruch zu nehmen? Also Voraussetzung ist eben ein Bachelorabschluss. Ja. Man muss sich bewerben, wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen und muss dieses eben positiv absolvieren. Okay. Mhm. Wenn man den Bachelor nicht hat, gibt es Möglichkeiten, da Sachen zu ersetzen? Bachelor ist Voraussetzung für den Master. Beim Lehrgang Gartentherapie ist es anders. Da ist eben der spezifische Beruf die Voraussetzung, keine Matura ist Voraussetzung. Also das kann auch Gärtner oder Leute, die in der Pflege arbeiten, Altenhelferinnen, Ärzte, Mediziner, Therapeuten, Lehrer, Pädagogen. Können das alle in Anspruch nehmen. Mhm. Ja. Beim Gartentherapielehrgang sind die Eingangsbedingungen eben anders. Gibt es noch andere Bildungsangebote auf diesem Gebiet, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also wir an der Hochschule bieten auch sehr ein breites Bildungsangebot für Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen von Schulen an, die sich alle mit dem Thema Grün beschäftigen. Das kann jetzt sein für Kindergartenpädagoginnen Spaß und Erfolg mit Gemüse oder kreativ mit Naturmaterialien. Es kann um den Klimawandel gehen, gesunder Boden. Also wir haben auch hier ein breites Angebot für Interessierte aus anderen Berufsgruppen und die Informationen dazu findet man auf unserer Homepage im Fortbildungsplan. Und wie heißt dann jeweils so ein abgeschlossenes Modul? Da habe ich dann ein Diplom oder was kann ich da vorweisen? Also das eine ist, für die Pädagogen, das sind Tagesseminare und man bekommt eine Seminarbestätigung. Ja. Seminare sind das, ja. Mhm. Ja. Okay. Wir haben auch Hochschullehrgänge wie Kräuter, Arznei und Wildpflanzen, das wäre zum Beispiel ein Hochschullehrgang gleich dem Gartentherapielehrgang, schließt dann mit einem Zertifikat ab. Was ich mich erinnern kann, sind manchmal für die akademischen Studien bei Ihnen die Voraussetzungen eigentlich recht anspruchsvoll, nicht? Man kommt gar nicht so leicht bei Ihnen hinein, stimmt das? Ja, wenn Sie eines unserer Bachelorstudium machen wollen, wie Agrarpädagogik oder Umweltpädagogik, dann muss auch eine Studieneingangsphase bestritten werden, wo sozusagen festgestellt wird, ob sie für den Lehrberuf geeignet sind. Gibt es vielleicht Fragen? Überlegt jemand, an die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien 13 zu gehen? Gibt es da Erwägungen? Eher zurückhaltend, aber ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer denken sicherlich darüber nach, aber sie sind eher zurückhaltend. Sagen Sie mir, was sind denn die Argumente dafür, dass man Ihre Schule besucht? Also die Argumente sind, dass wir eine einzigartige Ausbildung haben in ganz Österreich. Pädagogische Hochschulen gibt es in jedem Bundesland. Eine Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik gibt es österreichweit nur einmal, eben nur uns. Wir bieten wirklich
speziell diese Verknüpfung von pädagogischen und grünen Inhalten an, was man sonst nirgendwo findet. Und ich glaube, dass das einfach auch ein sehr zukunftsträchtiges Thema ist und sehr viele Menschen anspricht. Warum haben Sie diese Ausbildung zunächst einmal angestrebt und wie gefällt es Ihnen? Also ich habe an der BOKU Gartenbau studiert und habe Gartentherapieausbildungen in den USA absolviert, wollte die Gartentherapie auch nach Österreich bringen und mir war klar, ich habe eine anerkannte Ausbildung im grünen Bereich und ich möchte zusätzlich noch eine Ausbildung, die mich befähigt, mit Menschen zu arbeiten. Und das war für mich dann die pädagogische und beraterische Ausbildung an der Hochschule. Und ich finde, dass sich diese zwei Bereiche sehr gut ergänzen. Jetzt gibt es eben schon Studien, die das in einem verbinden und damals noch nicht. Ah, Sie sind eine Pionierin der Gartentherapie hier bei uns in Österreich. Ah, schön. Interessant. Wann waren Sie in den USA? Wann sind Sie zurückgekommen? Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Okay. Ich habe dann auch in Österreich praktisch in der Gartentherapie mehrere Jahre gearbeitet, in einer Reha-Klinik und den Gartentherapie-Lehrgang mitentwickelt, das Masterstudium entwickelt. Also finde es schön, dass sich die beiden Bereiche eben so gut ergänzen. Ist auch ein Zukunftsfach im Hinblick darauf, dass wir immer älter werden und auch immer mehr Reha-Fälle anfallen werden, nicht mit unserem Älterwerden, nicht? Ja. Ich glaube, dass die Medizin und die Therapie auch neue Wege suchen muss. Mhm. Und dass es sich vielleicht auch ausweitet, überhaupt zu einem ganz breiten Feld der sozialen Unterstützungstätigkeit, weil eben sehr viele alte Menschen dann da sein werden, die auch etwas tun wollen, nicht? Ja. Ja. Gibt es vielleicht noch eine Frage? Gut, dann danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich, Frau Diplom-Ingenieurin Birgit Steininger von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Sie sind Lehrgangsleiterin des Masterlehrgangs Green Care. Noch eine Frage, was kostet es? Der Masterlehrgang kostet 9.000 Euro und der Hochschullehrgang Gartentherapie 7.000 Euro. Okay. Sie haben gesagt, 6 Semester ist der Masterlehrgang. Der Master ist 6 Semester und der Gartentherapielehrgang 4 Semester. Gibt es Möglichkeiten, Förderungen dafür zu bekommen? Ja, der Gartentherapielehrgang zum Beispiel, der jetzt im Herbst wieder neu startet, Teilnehmer, die im Land Niederösterreich wohnen, werden vom Land Niederösterreich mit 1.000 Euro gefördert. Diese Zusage haben wir Euro, schon. Euro global über das Ganze, genau, für das Ganze, okay. Genau. Niederösterreich hat jetzt einmal eine Zusage gemacht, okay. Sonst hängt die Förderung sehr individuell von den Lebensumständen, Lebenslauf der Teilnehmer ab. Wir haben Teilnehmer gehabt, wo das AMS den gesamten Lehrgang gefördert hat. Aha, das ist zum Beispiel ein interessanter Aspekt, nicht? Ja, es hängt, aber man kann es pauschal wirklich nicht sagen, weil es... Okay, aber es ist sehr interessant, das zu wissen, dass man in einer beruflichen Umbruchphase mit dem AMS verhandeln kann, dass da ein sehr interessantes neues Betätigungsfeld einem auch finanziert wird, die Ausbildung. Mhm. Herzlichen Dank. Danke. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen sehr schönen Ausklang des heutigen Tages. Dankeschön.